Hallo und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video machen wir den Einstieg zur Verantwortungsethik von Hans Jonas, welcher eine neue Ethik, die Fernethik, einführen möchte, die sich von der vorherigen Ethik, die Nahethik, unterscheidet. Warum möchte er das tun? Was macht die Nahethik und was die Fernethik aus? All das klären wir im heutigen Video. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Hans Jonas meint Folgendes. Alle bisherige Ethik war Präsenzethik, Nahethik. Aller Umgang mit der außermenschlichen Welt, außer der Medizin, war ethisch neutral. Das heißt, unsere Wirkung auf nichtmenschliche Objekte bildet keinen Bereich ethischer Bedeutsamkeit. Anders ausgedrückt, hat es uns einfach nicht interessiert, welche Wirkung wir auf nichtmenschliche Objekte, auf Pflanzen, auf Tiere, auf die Umwelt an sich hatten. Okay, aber was hatte denn jetzt ethische Bedeutsamkeit? Ethische Bedeutsamkeit gehörte zum direkten Umgang von Mensch zu Mensch, einschließlich des Umgangs mit sich selbst. Also lässt sich sagen, dass alle traditionelle Ethik anthropozentrisch ist. Also ethisch bedeutsam, moralisch wertbar, war nur, wie bin ich mit anderen Menschen und wie bin ich mit mir selbst umgegangen. Drittens, die Entität Mensch und ihr fundamentaler Zustand wurde als im Wesen konstant angesehen. Anders ausgedrückt, wir haben uns selbst als konstante Wesen gesehen, als Wesen, die sich nicht verändern, deren Macht sich nicht verändert. Man kann sogar sagen, wir haben unsere eigene Entwicklung unterschätzt. Viertens, das Wohl oder Übel, worum das Handeln sich zu kümmern hatte, lag nahe bei der Handlung, entweder räumlich oder auch zeitlich, da es keine Sache entfernter Planung war. Anders ausgedrückt, wir haben uns nicht damit beschäftigt, was die Folgen unserer Handlung, sagen wir 10 Kilometer von uns, bewirkt hat. Oder was es in der Zukunft bewirkt hat. Wir haben also quasi nicht weiter gedacht, wir haben nur gedacht, dass unsere Handlung das Hier und Jetzt beeinflusst. Was man auch uns nicht wirklich übel nehmen kann, da damals unsere Macht auch nicht so groß war, dass es wirklich ein großer Einflussbereich war, den unsere Handlung umfasst hat. Das hat sich aber natürlich geändert. Als unsere Handlungen bzw. die Folgen unserer Handlungen mächtiger wurden, als wir mehr Verantwortung bekamen, worauf aber gleich jetzt noch angegangen wird, waren wir aber immer noch daran gewöhnt, dass dies nicht der Fall war, weshalb wir unsere Ethik und unsere Sicht auf die Dinge nicht verändert haben. Das möchte Hans Jonas aber eben ändern. Bevor wir aber zu seiner Fernethik kommen, warum versagt denn die bisherige Ethik? Einige Punkte wurden bereits angesprochen. Sie hatte nur mit dem Hier und Jetzt zu tun. Es war nur zwischenmenschlich. Die Situationen, mit denen wir uns beschäftigt haben, seien sie privat oder öffentlich, waren sich wiederholend, wiederkehrend. Es waren typische Situationen. Wir hatten nicht plötzlich neue Aufgaben, bei denen wir nicht wussten, wie wir mit ihnen umgehen sollten. Dazu kann man sagen, dass Aristoteles die bisherige Ethik sehr stark geprägt hat. Wie wir es schon bei seiner Ethik angesprochen hatten in den letzten Videos, ein guter Mensch war ein solcher, der diesen Situationen mit Tugend und Weisheit begegnete, der die Fähigkeit dazu in sich selbst kultivierte und sich mit dem Unbekannten abfand. Ein guter Mensch hat sich also quasi nur in gewisser Weise mit sich selbst und mit den anderen Menschen beschäftigt, wie es schon angesprochen wurde. Es war anthropozentrisch. Das heißt, dass quasi nur auf die Menschen geachtet wurde. Die Menschen standen im Mittelpunkt. Ein guter Mensch war also nicht unbedingt so definiert, dass er auf seine Umwelt stark achtet. Und außerdem hat er das Unbekannte akzeptiert und sich damit abgefunden, was heutzutage mit unserer Macht aber einfach nicht mehr möglich ist. Aber ich möchte auch nicht so viel vorwegnehmen, dazu kommen wir noch in den zukünftigen Videos und auch heute schon zum Teil. Außerdem war der Handelnde und der, nennen wir es mal, der andere seines Handelns Teilhaber einer gemeinsamen Gegenwart. Meine Handlungen haben nicht zukünftige Generationen beeinflusst, wie es heute ist. Und zuletzt, niemand wurde verantwortlich gehalten für die unabsichtlich späteren Wirkungen seines gut gewollten, wohlüberlegten und wohl ausgeführten Aktes. Das heißt, war eine Handlung gut gemeint, aber die Folgen waren schlecht, wurde diese Person nicht verantwortlich gehalten. Gut, aber kommen wir jetzt zu den heutigen Dimensionen der Verantwortung. Moderne Technik hat Handlungen von so neuer Größenordnung mit so neuartigen Objekten und so neuartigen Folgen eingeführt, dass der Rahmen früherer Ethik sie nicht mehr fassen kann. Ein Beispiel ist die Natur und unser Einfluss darauf.
Wir haben erst gemerkt, was für einen Einfluss wir haben, als der Schaden schon angerichtet war. Dann hatten wir eine gewisse Selbstreflexion. Diese Tatsache veränderte die ganze Vorstellung unserer selbst als einen kausalen Faktor im weiteren System der Dinge. Wir haben jetzt gemerkt, wir sind jetzt mindestens für den gesamten Planeten verantwortlich, weil wir die Macht darüber haben und unsere Handlung diesen beeinflusst. Und an sich war es das jetzt auch schon mit dem Einstieg zu Hans Jonas. Ich kann euch hier nochmal eine kleine Grafik einblenden, wo das Ganze ganz gut dargestellt wird, auch der Vergleich gut dargestellt wird. Aber nochmal zur Fernethik, ganz kurz. Unsere Handlungen haben mehr Macht. Dadurch tragen wir auch mehr Verantwortung, wie es schön bei Spider-Man gesagt wurde. With great power comes great responsibility. Wir beeinflussen jetzt nicht mehr nur das Hier und Jetzt. Wir beeinflussen mindestens die Erde. Ich sage absichtlich mindestens. Ich würde sogar sagen, unsere Handlungen sind jetzt interplanetär relevant. Ich meine, wir beeinflussen schon den Mond, Stück für Stück auch schon den Mars, den Weltall ja ohnehin. Und es wird nur so weitergehen. Dessen wurden wir uns bewusst und demnach ändern wir unsere Sicht auf unseren Zustand, generell noch zu unserer Macht. Sie hat jetzt enorme Auswirkungen auf die Zukunft, auf die gesamte Welt und wir denken jetzt auch einfach daran und bedenken das, wenn wir handeln. Wie genau wir das machen, welche Punkte und welche Ethik genau eigentlich Hans Jonas jetzt einführt, dazu kommen wir in den späteren Videos. Das war jetzt nur ein Einstieg, auch wenn es ausführlich war. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr noch Fragen habt, stellt diese wie immer gerne in die Kommentare, ihr kennt euch aus. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.